Ja, herzlich willkommen zurück hier auf der Mainstage beim University Future Festival 2023 von Berlin aus. Grüße ich ganz herzlich auch die, die uns jetzt digital zugeschaltet sind. Ja, wir haben in der letzten Keynote schon darüber gesprochen, wie KI das akademische Schreiben verändert. Vielleicht waren Sie auch dabei mit Andrea Scott, falls nicht. Die Keynotes hier von der Mainstage werden auch ab morgen hier in der Mediathek zu sehen sein. Und wir bleiben jetzt beim Thema und fassen das Ganze mal noch so ein bisschen größer an. Was hat KI denn insgesamt für das System Hochschule für Auswirkungen? Um zukunftsfähig zu bleiben, braucht es Konzepte für eine Neuausrichtung. Und Ideen dazu hat Dorit Wessels, die jetzt da ist. Sie gilt als eine der führenden Personen im Diskurs zur KI, ist eine sehr gefragte Frau im Moment. Und sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik mit den Schwerpunkten Projektmanagement und Natural Language Processing an der Fachhochschule Kiel. Seit 2021 ist sie Mitglied im KI Expert Lab Hochschullehre des Projektes KI Campus und hat dort die Themengruppe KI und Academic Writing initiiert. Und sie wird jetzt darüber erzählen und uns berichten, wohin steuert denn das System Hochschule im Zeitalter generativer KI-Systeme? Herzlich willkommen, Dorit Wessels. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier heute in Berlin sprechen zu dürfen. Und das Thema, was mich so bewegt, führt in vielen Diskussionen dazu, dass es heißt, wo mag das bloß enden? Und wir fühlen uns ein wenig überfordert, wir fühlen uns verloren in diesem Raum der neuen Möglichkeiten unter diesen neuen Randbedingungen. Daher auch das Thema, was ich hier gewählt habe, Lost in Space mit Fragezeichen. Und damit es nicht gar so, ja, so pessimistisch sich anhört, habe ich gedacht, na, es muss was Positives hinterherkommen. Ich habe dann angekündigt, der Weg ist das Ziel für Hochschulen im Zeitalter generativer KI-Systeme. Und ChatGPT ist sicherlich der prominenteste Vertreter, den wir derzeit haben in diesem Bereich der generativen KI-Systeme. Aber ChatGPT hat viele Brüder, viele Schwestern und da kommen auch noch ganz große Themen auf uns zu. Also von daher ist das sozusagen der Einstieg. Ich bin eben von der Fachhochschule Kiel hier gekommen und das, was auch angekündigt wurde, das verdanke ich auch diesem Thema, nämlich Förderung, Unterstützung vom KI-Campus, vom Hochschulforum Digitalisierung, letztlich hier vom Stifterverband. Und das hat auch dazu geführt, dass wir am 1. September letzten Jahres ein virtuelles KI-Kompetenzzentrum gegründet haben und darauf hat vorhin Frau Scott auch schon netterweise hingewiesen. Und das ist unser KI-Kompetenzzentrum Schreiben, Lehren und Lernen mit KI. Und hier unten sieht man auch das Logo, VK Kiva, haben wir so ein bisschen kürzer gefasst für das KI im wissenschaftlichen Arbeiten. Also das so ein bisschen zum Hintergrund meiner Entwicklung. Und ich möchte zunächst einmal anfangen mit der Zustandsanalyse. Also wo stehen wir eigentlich? Wie empfinden wir das eigentlich derzeit? Was ChatGPT so als prominentester Vertreter mit uns gemacht hat, aus meiner Sicht ist das eine Zäsur, vielleicht sogar eine Zeitenwende. Manche empfinden das wie ein Meteoriteneinschlag. Die Grundfeste der Bildung scheinen erschüttert zu sein. Bei manchen ist es auch gleichbedeutend mit dem Untergang der Bildung. Der zweite Punkt wird sich dann mit Risiken beschäftigen, aber etwas positiver enden, nämlich mit Potenzialen und Chancen, die ich dann versucht habe, auch in dem dritten Punkt in Wegweisen, in Anführungsstriche zu setzen. So ein paar Ideen und ein paar Anreize oder Punkte, über die es sich vielleicht nachzudenken lohnt, weil sie Ansatzpunkte für zukünftige Gestaltung auch im Hochschulkontext bieten. Und das Ganze möchte ich dann abschließen mit einem kleinen Ausblick in Richtung absehbare Entwicklung, die wir haben und hoffentlich einer sehr interessanten und angeregten Diskussion. So, wenn ich so diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, beschreiben sollte, habe ich immer so dieses Bild vor Augen gehabt, was Sie hier zu sehen. Auf der linken Seite, und das ist Running Gag bei uns im KI-Kompetenzzentrum, die alte Zeit. Die alte Zeit vor dem 30.11. und dann kam der Cut. ChatGPT wurde am 30.11. veröffentlicht und die neue Zeit beginnt. Und die neue Zeit, ja, die ist ganz merkwürdig. Die ist so ein bisschen wie im Science-Fiction-Film. In jedem zweiten Satz kommen auch so Parallelen zu Science-Fiction-Filmen, die ich in der Regel alle nicht gesehen habe. Meine Studierenden sind sehr versiert. So, wir stehen so wie so kleine Statisten da unten am Rand. Sind so ein bisschen so hin und her gerissen zwischen Faszination und Erschrecken, manche auch in Schockstarre, andere elektrisiert und euphorisiert, also ganz viele Emotionen im Raum. Und wir müssen, glaube ich, aus dieser Statistenrolle raus, wir müssen eher in diesen gestalterischen Aspekt auch oder in diese gestalterische Rolle kommen.
Auf der rechten Seite geht es nämlich um unsere Zukunft und die Zukunft ist auch das polarisiert, mit Fragezeichen versehen. Entweder ist sie chancenreich oder vielleicht sogar ganz furchtbar risikoreich, drohen Kompetenzverluste bei unseren Studierenden. Vieles wird in Frage gestellt, droht sogar das Bildungssystem in der jetzigen Form zusammenzubrechen, also Fragen über Fragen. Und das, glaube ich, beflügelt und deshalb sind wir auch alle hier. Ne? Das ist einfach so das Thema und das Thema bringt auch mit sich mein persönliches Lessons Learned. Man hat, je tiefer man eintaucht, umso mehr Fragen. Man hofft ja mal Antworten zu haben, aber das ist an dieser Stelle nicht der Fall. So, ich kann mal so ein bisschen berichten zum Thema Ist-Zustand. Was habe ich so an Reaktionen erlebt und hier auf der ersten Seite so die ersten Reaktionen, als das so aufkam. Die erste Aussage, ich bin geschockt, trifft man heute immer noch, habe ich auch vorhin noch mal gehört, so ein Erlebnisbericht, ja, man ist irritiert. Das zweite, nicht ganz richtig von einem Lehrenden, in dem Fall eher von einem Lehrenden, einem Studi, der dann in so einem KI-Schreibworkshop, nachdem er technische Klausurlösungen ausprobiert hatte, sagte, oh fuck, Online-Klausuren, das kann ich jetzt verstehen, dass Dozenten das nicht mehr machen, das waren gestern. Manche finden es auch einfach genial. Auch ich habe klare Befehle bekommen, so etwas zu verbieten. Das wurde mir auch schon nahe, also als wenn ich was zu verbieten hätte, aber solche Impulse bekam ich aus dem privaten Umfeld, ne, beim Abendessen, im vertrauten Kreis, das musst du verbieten. Mir wird ganz anders, bis hin zu körperlichen Reaktionen, auch das habe ich gehabt, also Menschen, die gar nicht weiterarbeiten konnten. Selbst Lehrende befürchten Arbeitslosigkeit, Lehrende, Professoren sagen, es hätte ich auch nicht besser gekonnt, ehrlich gesagt, zumindest nicht in der Schnelligkeit. Wie soll das bloß enden? Ich glaube, der beliebteste Satz in all diesen Diskussionen und der letzte Satz, der fiel nur am Anfang von Lehrenden, die sagen, vielleicht merken die Studis das ja nicht. Ne? Aber das hat sich dann nicht bestätigt. So, jetzt ein bisschen aktuellere Statements, die jetzt so kommen, habe ich auch so ein paar ausgewählt. Die Renaissance der Mündlichkeit, ich glaube, das war ein Zeitredakteur, sehr, sehr schöne Headline, die für Prüfungen, da ist auch was dran. Ich denke auch, dass so diese Kombination rund um Prüfungs, auch die neue Prüfungskultur wird ja gefördert oder die alte Prüfungskultur soll auf den Prüfstand. Das, der zweite Punkt, auch lebhaft diskutiert, ohne irgendeine Form von Technik. Ich stelle mir so eine Schleuse wie auf dem Flughafen vor, da müssen dann die Studierenden durch und dann wird gecheckt, dass da nichts dabei ist und Klausur mit Papier und Stift. Leider gibt es sofort Proteste von Studierenden, die sagen, geht gar nicht. Ne? Wir fallen zurück in die analoge Zeit, das ist noch schlimmer als vor Corona, ne? Geht gar nicht. So, KI-Einsatz verbieten und Plagiate suchen auch eine beliebte Strategie. Leider sind es keine Plagiate, sondern Unikarte. Also da hat man schon verloren, geht nicht, zeigt aber auch, dass es Aufklärungsbedarf gibt. Aus Österreich gab es mal eine interessante Diskussion, die internetfreie Zone einführen. So, das kann ein interessanter Aspekt sein. Ja, das kann so ein Survival-Camp sein. Ich stelle mir das nicht uninteressant vor. So ein Survival-Camp, wo man überleben muss ohne Digitalisierung, also ohne Internet und ohne alles, halte ich für durchaus einen interessanten Ansatz. Auf der rechten Seite eher so ein Sorgenpunkt, wenn man sagt, naja, wenn man das so proaktiv einsetzt, da kommt eine neue Technologie ins Spiel und bedeutet das nicht, dass wir, wenn wir zum Beispiel Texte schreiben, wir lassen uns per Knopfdruck einen ersten Entwurf generieren, springen dann ja gleich auf die Ebene so eines Gutachters, eines Reviewers. Ist das nicht ein Kompetenzniveau, auf das wir viele Studierende gar nicht so einfach mitnehmen können? Also auch, glaube ich, auf der rechten Seite ein ganz berechtigter Punkt, der sozusagen eine weitere Frage zu diesem Gesamtspektrum hinzufügt. So, dankenswerterweise von Frau Dr. Ma im Blog beim KI Campus hier im März veröffentlicht eine sehr schöne Darstellung der emotionalen Reaktion, die wir zeigen bei dieser Disruption, dieser abrupten Veränderung, die wir durch ChatGPT und Co. erleben. Auf der Y-Achse die wahrgenommene eigene Kompetenz und auf der X-Achse die Zeit abgetragen. Und wir sehen, wir bewegen uns in auf so einem Kurvenverlauf. Und der erste Punkt, der ist der Schock. Man stürzt quasi ab. Und ich halte diesen Schock für einen sehr, sehr wichtigen Schock, weil er uns dazu führt, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Wir begreifen das in seinem Ausmaß, das berührt uns auch persönlich und sehr emotional, bei manchen sogar richtig körperlich. Und dann gibt es so typische Gegenreaktionen, wir lehnen das erstmal ab, das stimmt nicht.
ChatGPT erzählt Bullshit und so weiter. Und dann ruckelt das sich so nach und nach hoch. Und ich habe ganz am Anfang, als man das so erklären sollte und Anregungen geben sollte, habe ich gedacht, eigentlich sind es so vier A's. Erstmal erklären, also aufklären, informieren, damit man versteht, wie solche generativen KI-Systeme überhaupt ticken. Dann so mutig sein und das selber ausprobieren. Und das geht eigentlich einher mit diesem Schock. Danach akzeptiert man es irgendwann, denn es verschwindet nicht so einfach. Das war am Anfang auch die naive Hoffnung. Das vergeht wieder, das ist nur so ein Hype. Ja, hält sich lange, der Hype. Und wenn man dann das akzeptiert hat, spricht man eigentlich auch direkt drüber. Man tauscht sich aus mit Kollegen und Kolleginnen, man probiert und man wird aktiv. Und glücklicherweise sind die meisten von uns auf diesem Weg, wo es sich so langsam einschwingt auf der rechten Seite. Wir integrieren das, wir denken über Ideen und Lösungsansätze, wie wir das auch in der Lehre mit integrieren können, sehr, sehr intensiv nach. Und da gibt es auch viele, viele tolle Initiativen. Es gab gleich, fand ich bei Twitter, im Twitter-Lehrerzimmer, hervorragende Ideen, Ansätze. Es gibt so Communities, die haben das sehr schnell und sehr proaktiv auch aufgegriffen. So, die Frage ist jetzt für uns, und eigentlich hätte hier nicht nur Hochschulen und wir Lehrende, sondern auch wir Lernende stehen müssen, sind wir durch diesen Prozess eher auf der grünen Seite, auf der Gewinnerseite, oder sind wir Verlierer? Sind die Einbußen auf unserer Seite sehr groß? Machen Sie sich hinterher selber ein Bild. Ich fange an erstmal mit den Risiken, damit ich mit den positiven Aspekten enden kann. Also erstmal machen wir so ein bisschen kritische Geschichten, und zwar allgemeine kritische Geschichten. Und der erste Punkt ist, glaube ich, ein ganz gravierender Punkt. Die Frage ist, welche Kompetenzen verlieren wir eigentlich? Ist die Gefahr der Abhängigkeit hier in dem Fall von amerikanischen Playern wie OpenAI aus San Francisco oder von Google oder von Microsoft, die letztlich hinter OpenAI ja schon stehen, ist das nicht eine große Gefahr? Das sehe ich genauso. Fake News, die wir produzieren können mit Bildern, auch das, ne, der Papst im weißen Designermantel oder die vermeintliche Trump-Verhaftung, diese ganzen Fake-Geschichten, sehr bedrohlich. Wir haben aber auch ein inflationäres Aufkommen von Texten. Es ist ja quasi eine unerträgliche Leichtigkeit des Schreibens entstanden. Und der vierte Punkt droht natürlich, wenn wir Texte nehmen, die dann wieder in neue Versionen als Trainingsdaten einfließen, dass KI sich mit seinen eigenen KI-generierten Texten bespeist und befüllt, sodass wir so eine zirkuläre Reproduktion haben. Und Hannes Bayor hat das in einem wunderbaren Beitrag in der FAZ, ich glaube am Ende Januar, beschrieben, und das endet dann damit, dass wir bei einer Durchschnittssprache enden. Durchschnittssprache würde auch bedeuten Durchschnittsmeinung. Die ganze Welt hat eine Sprache, und diejenigen, die dominanteste Sprache, und das wäre wahrscheinlich die amerikanische Sprache oder die englische Sprache, vielleicht die chinesische Sprache, die würden dann sozusagen die Meinung der Welt auch abbilden. Also das sind eher so dystopische Geschichtchen, aber auch die Gefahr droht, und das bedeutet natürlich auch eine gewisse Gefahr, eine sehr einseitige Darstellung und Sichtweise der Welt, aber auch Machtmissbrauch, politische Risiken, die natürlich auch durch diese Fake Geschichten verursacht werden. So, wenn man unsere deutsche Perspektive da schaut, habe ich auch genau ein Bild immer vor Augen gehabt, und das war wir im Hamsterrad, und wir sind schon so ein bisschen atemlos und werden, also eigentlich fehlt von außen die Kurbel, ne, die wird von außen gedreht. In dem Fall OpenAI dreht quasi die Kurbel und beschert uns, am Anfang war das so, alle zwei Wochen gab es immer Neuerungen von ChatGPT und Co. Wir merken ein enormes Innovationstempo, und wir sind so ein bisschen atemlos da drin, und die Frage ist, können wir aussteigen oder nicht? Bleiben wir da drin? Wir wollen auf der einen Seite natürlich so den wirtschaftlichen Nutzen. Wir wollen auch das ist ja eine wichtige Zukunftstechnologie. Wir wollen da mitmachen. Aber die Frage ist, können wir das noch eigenbestimmt oder selbstbestimmt in irgendeiner Form machen? Wenn wir uns anschauen, wer bietet eigentlich solche Systeme an, dann sieht man hier auf der Darstellung, also links sind so die Anbieter dargestellt, keinen einzigen europäischen Anbieter. Das sind amerikanische Anbieter, chinesische und ein israelischer Anbieter mit A21 Labs. In der Mitte die ganzen Sprachmodelle, auf der rechten Seite in grün die Chatbots. Und es ist eben nicht nur ChatGPT und es ist nicht nur ganz oben OpenAI mit einem der GPT-Modelle, sondern wir haben hier schon einen ganzen Flohzirkus von Modellen und Chatbots, und das ist garantiert nicht vollständig, da entstehen immer noch mehr. Das heißt, das ist ein ganz, ganz großes Marktsegment, ein ganz großes Wachstum, letztlich ein Multimilliardenmarkt. So, und das ist eine etwas ältere Darstellung, aber wir haben genau einen Anbieter hier, und Jonas Androulis war, glaube ich, gestern hier von Aleph Alpha, und Aleph Alpha
bietet ein Sprachmodell an Luminis und die Leistungsstärke der zumindest früher der Sprachmodelle, die wurde gemessen anhand der Anzahl Parameter, die ein solches Modell hat. Und man sieht hier, Aleph Alpha hat nur 70, das ist eine Darstellung von Ende 2022. Und wir sehen da das Wudao 2.0, ein chinesisches Sprachmodell mit 1750, also 1,7 Billionen Parametern. Das ist also eine ganz andere Größenordnung und die korreliert positiv mit der Leistungsstärke. Das heißt, wir haben hier wirklich im Vergleich David gegen Goliath oder ein David gegen ganz viele Goliaths. Und deshalb auch ganz wichtig die Initiative LEAM, Large European AI Models vom KI-Bundesverband. Und wir müssen, glaube ich, hier in Deutschland ganz schnell die Aufholjagd starten, um hier ein bisschen Wettbewerb wieder wettzumachen. So, jetzt kommen wir zur grünen Seite, zu den Potenzialen. Wenn man in die Wirtschaft schaut, Produktivitätssteigerung, wir gewinnen enorm viel Zeit, Effizienz, wir können unliebsame Aufgaben, die einfach nur nervig waren, die können wir jetzt mit einem Klick delegieren. Wir können Kreativität, ich habe es bewusst in Anführungsstriche gesetzt, weil das ja immer sehr kontrovers diskutiert wird, wie kreativ oder wenig kreativ ist ein System. Zumindest ist es ein großartiger Rekombinierer aus dem, was in den Trainingsdaten so drinsteckt. Auch ein neuer Partner, in Klammern Assistent, ist mal so die Frage, sieht man das auf Augenhöhe oder ist es nur so ein Werkzeug? Das sieht auch jeder, jede ein bisschen anders, aber wir sind nicht mehr alleine, insbesondere im Schreibprozess nicht mehr alleine. Wir haben neue Analysemöglichkeiten, also für die Forschung viele Vorteile, mehr Chancengleichheit in der Bildung, wenn alle den Zugang haben zu diesen Modellen. Dann sind auch Kinder, die nicht aus Akademikerhaushalten kommen, nicht mehr alleine, sondern sie haben eben einen virtuellen KI-Tutor an ihrer Seite. Wir haben neue Möglichkeiten des individuellen und auch des selbstbestimmten Lernens. Wir können mit einfachsten Prompts uns den Lerntutor bauen. Wir können natürlich auch in digitalen Welten, Metaverse und Co. lassen grüßen, hier uns entwickeln und gestalten. Und der letzte Punkt, den habe ich bewusst gelb dargestellt, ein bisschen hervorgehoben, was mir im Moment viel zu wenig diskutiert wird. Natürlich ist diese Technologie auch ein Mittel im Kampf gegen Fachkräftemangel. Ich weiß, dass es hochpolitisch ist und dass auch das wieder sehr polarisiert, aber das muss man, finde ich, auch fairerweise nennen. Auch an der Stelle kommt uns diese Technologie tatsächlich ein bisschen entgegen und ich glaube, da geht noch eine Menge. So, angekündigt waren ja wegweisende Empfehlungen. Ne? Der Weg ist das Ziel und es gibt genau drei, die ich mitbringe. Und der erste ist mir wirklich wichtig, Versuch macht klug. Das heißt, wirklich ausprobieren, ein Gefühl dafür gewinnen. Wir haben keine Templates. Es gibt, das wurde ich häufig gefragt, ja, wie machen es denn andere Hochschulen? Gibt es nicht andere Länder, die Erfahrungen haben? Ich sage, nein, der Rollout war mehr oder weniger überall gleichzeitig. Es gibt nicht die Erfahrungswerte, es gibt nicht Best Practice, es gibt nicht die großen Templates, die wir einfach übernehmen können, sondern wir Menschen müssen jetzt selber mutig sein, wir müssen ausprobieren und auch kreativ sein. Und das ist die Challenge. Und von daher, Trial and Error, der Weg ist das Ziel. Das Zweite, wir müssen mehr Pragmatismus entwickeln und wir müssen im Hochschulbereich auch Fesseln ablegen, wenn wir diese Fesseln als nicht mehr passend empfinden. Andreas Gott hatte vorhin so dieses studentenzentrierte genannt, Fokus auf das Individuum. Das Ergebnis zählt, Kooperation und ständiger Dialog, aber ganz besonders wichtig die Agilität und zwar vielleicht mal darüber nachdenken, ob Modulbeschreibungen auch wirklich so seit Jahren so fortgeführt werden sollten oder ob wir die nicht doch ändern müssen, ob wir nicht in viel kürzeren Zyklen Curricula ändern müssen, entsprechend Module ändern müssen, ob wir nicht in einen iterativen Mechanismus geraten sollten in der Hochschulentwicklung und raus müssen aus diesen starren Strukturen. So, das Dritte ist, und das prägt mich sicherlich, weil ich viele Jahre auch in der Wirtschaft tätig war, ich habe mich immer gewundert, dass diese Systeme so unterschiedlich ticken. Wieso tickt Wirtschaft so gänzlich anders im Umgang mit Innovationen als der Bildungsbereich? Und ich glaube, wir können auch im Bildungsbereich ganz viel aus der Wirtschaft lernen und das auf unsere Prozesse übertragen. Und wir müssen aber etwas offener sein, wir müssen Scheuklappen ablegen. Natürlich gehört dazu auch Mut, aber ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel Potenzial noch auf der Straße liegt, was wir bis heute nicht gehoben haben. Jetzt ganz praktisch, wie macht man das jetzt? Ne, ich habe jetzt so drei Empfehlungen gegeben und ich hatte jetzt vor kurzem, ganz frisch erschienen von der UNESCO, gibt es so eine Darstellung, wie ChatGPT neue Rollen einnehmen könnte im Lernprozess. Und das sind 10 Rollen, die beschrieben werden, wie ChatGPT positiv die Lehre flankieren kann.
Und jedes dieser 10 Beispiele, dieser 10 Rollen ist aus meiner Sicht eine tolle Rolle, die aber auch bedeutet, dass wir sie dann ausprobieren müssen. Also wir müssen Platz 1, also die erste Empfehlung, Trial and Error, einfach mal ausprobieren. Wir wissen nicht, ob es klappt. Wir müssen die Fesseln ablegen, wenn jemand sagt, ja, aber das ist doch gar nicht erlaubt und geht das denn überhaupt und so weiter und so weiter. Und vieles von dem wird natürlich nicht exakt so, aber in ähnlicher Form in der Wirtschaft natürlich praktiziert, weil dort große Effizienzgewinne und große Vorteile wirken. Das heißt, es gibt hier sehr, sehr viele Anregungen, es gibt sehr viele Empfehlungen, das Ganze ist sehr dynamisch, aber dass jetzt jeder so seinen Study Buddy bekommt, seinen kleinen Motivator, seinen kleinen persönlichen Tutor, seinen kleinen Quiz-Generator, mit dem er sein Wissen checken kann, eigentlich eine großartige Möglichkeit, die mit einem Prompt einfach so hinzukriegen ist. Das Ganze auch im Bereich der Forschung, auch da haben wir einen ganzen Zyklus hier mal dargestellt, auch aus dem UNESCO-Paper. Das fängt an bei Forschungsfragen, das geht weiter mit Data Collection, also Daten sammeln, Daten analysieren, übersetzen, Schlussfolgerungen ziehen, Summaries machen. Also hier gibt es an so, so vielen Stellen eine tolle Unterstützung, die diese Technologie auch bietet. So, der Ausblick, die Zukunft, was wartet denn da auf uns? Sind das Lehr- und Lernbots oder auch Prüfbots? Ich glaube ja, dass diese Richtung gehen wird. Alles das deutet sich an. Wenn man sich anguckt, wie so Avatare heute aussehen, mit welcher Leichtigkeit man sich selber avatarisieren kann oder überhaupt einen Avatar bauen kann. Wir sind schon bei autonom agierenden Agenten. Wir haben humanoide Roboter, die mit Sprachmodellen im Hintergrund mit uns reden und kommunizieren können. Auch das ist schon sozusagen auf der Startposition vertreten. Und da kommt, glaube ich, vieles zusammen. Viele von Ihnen werden hier Alice kennen von DID.com. Da kann man das mal ausprobieren, also man ruft das auf und dann gibt man Alice einen Text ein, im Moment spricht sie nur Englisch, aber Alice antwortet dann auch gleich. Also man sieht den Text, aber sie spricht auch mit uns und es entsteht ein Dialog und da kann man schon mal ja, so ein Gefühl dafür gewinnen, wie sich das so entwickeln könnte. Man kann dann natürlich auch selber Avatare bauen und kann dann auch diesen Mechanismus nachbauen, das heißt, es gibt sehr niedrigschwellige Tools, mit denen man das schon machen kann. So, was aus meiner Sicht die spannendste neue Entwicklung ist und das habe ich so kurz vor Ostern wahrgenommen und seit der Zeit, also wirklich jeden Tag tobt das Thema und sehr, sehr intensiv, auch in den letzten Tagen bei The Decoder, das ist AutoGPT und das ist der nächste große Schritt. Agenten machen ihr eigenes Ding. Also wir haben quasi so einen KI-James-Bond-Agenten, den wir losschicken. Der kriegt eine komplexe Aufgabe, analysiert selber, welche Tasks sich hinter der Aufgabe verbergen und arbeitet die Aufgaben der Reihe nach ab. Das ist gruselig und faszinierend gleichzeitig, denn wenn unser James Bond in dieser Mission unterwegs ist und er gerät auf die falsche Bahn, wer haftet denn, wer verantwortet das, wer kann das noch steuern? Aber eigentlich der folgerichtige nächste Schritt. Also wir haben mit ChatGPT, die können so einzelne Geschichten machen und jetzt kommen die Agenten und die verketten das Ganze in dieser Struktur. Technologisch gibt ganz viele Paper dazu, glaube ich, gar kein Problem. Und das mal, sich darüber mal Gedanken zu machen, das mal zu beobachten, würde ich jedem und jeder hier empfehlen. Der nächste Schritt, und das war eine Investition von OpenAI, dem Anbieter von ChatGPT, haben investiert in einen norwegischen Roboterhersteller, Halodi, das heißt jetzt OneX. Und da sieht man die Kameraden links, ich denke an seinem Outfit kann man noch ein bisschen arbeiten und der kann dann mit uns reden, auch das. Jui, gruselig, aber technisch natürlich machbar. Wir haben humanoide Roboter, die haben wir schon lange und jetzt verpassen wir denen noch die Sprechfunktion in Form der angereicherten großen Sprachmodelle und dann hätte man eben diese Kombination. Also auch das, glaube ich, müssen wir beobachten. Auch da winken Potenziale, aber auch Risiken auf der anderen Seite. So, jetzt komme ich schon zum Schluss und die Frage ist, sind wir wirklich verloren, lost in space oder sind wir auf gutem Wege? Mein Eindruck ist, viele sind auf gutem Wege, manche müssen wir noch mit auf den Weg nehmen. Und es ist immer noch aus meiner Sicht ein großer Bedarf zu informieren, ein großer Bedarf zu erklären, ein großer Bedarf Mut zu machen, es wirklich auszuprobieren. Und mein aktuelles Papier, was auch so meine jetzigen Empfehlungen, die ich hier gegeben habe, zusammenfasst, das habe ich gestern im Bundestagsausschuss hier in Berlin auch präsentieren und forschen oder erläutern dürfen zumindest. Das war das Thema ChatGPT im Bildungsbereich. Aus meiner Sicht brauchen wir eine Taskforce für
KI und Bildung in Deutschland. Wir müssen ganz schnell die Lehrenden informieren. Wir müssen die Lehrenden fit machen, damit es in die Lehre auch reingeht und den Lernenden vermittelt werden kann. Und wir müssen das auch nicht als eine einmalige Aktion verstehen, sondern als eine dauerhafte Qualifizierung. Qualifizierung der Lehrenden an Schulen wie auch an Hochschulen muss aus meiner Sicht zukünftig ganz anders erfolgen, in viel engeren Zyklen, weil wir mit dieser Dynamik der Technologie wenigstens ansatzweise Schritt halten müssen. So, das war mein Plädoyer zum Abschluss hier. Ich habe die Zeit nur ein bisschen überzogen, glaube ich. Vollkommen okay. Vielen Dank. Mit welcher Energie Sie hier das Thema aufs Tableau bringen, das ist wirklich beeindruckend. Sie haben es eben selber gesagt, je tiefer man eintaucht, desto mehr Fragen hat man. Wenn Ihnen das auch so geht, nutzen Sie gerne hier unseren Chat, um jetzt Fragen zu stellen. Und es sind auch schon eine Menge da. Wir starten direkt. Oliver Janoschka schreibt, Sie waren doch gestern, Sie haben es eben auch erwähnt, im Bundestagsausschuss. Wie haben Sie den Prozess der, in Klammern, progressiven, Fragezeichen, Auseinandersetzung dort wahrgenommen? Ich habe die als sehr konstruktiv wahrgenommen. Es war eine sehr intensive Diskussion. Und diese intensive Diskussion hat auch die vielen, vielen Facetten wiedergespiegelt, die das Thema hat. Also das geht von Fragen, also die rechtlichen Fragestellungen, die damit einhergehen. Das ist das Urheberrecht, das ist Jugendschutz, das ist Datenschutz, das ist, das ist nationales Recht, europäisches Recht, internationales. Also das ist eine so, so große Spielwiese, die aus meiner Sicht auch die größte Herausforderung darstellt. Also wie man sich dort positioniert, und das ist wie so ein Riesenwollknäuel, was dann dargeboten wird, wo man denkt, okay, und wie gehen wir jetzt mit dem Wollknäuel um? Also wer schneidet das durch oder findet den Knoten oder rollt es neu auf? Das weiß ich nicht, aber wir sind tatsächlich auch leider rausgegangen mit ganz vielen ungelösten Fragen. Aber es gab in Summe einen Konsens, fand ich. Es gab wenig Gegenposition, sondern eben das sichtbare Bemühen, dass wir uns dort einen Weg bahnen und gleichzeitig also die Balance auch finden zwischen der notwendigen Regulierung, die wir brauchen. Wir brauchen so ein paar Eckpfeiler, aber wir dürfen es eben auch nicht überreizen, weil wir uns dann eben aus dieser Entwicklung und aus dieser Zukunftstechnologie dann auch rausbeamen würden. Und diese Balance zu finden unter all diesen vielen, vielen Rahmenbedingungen, ausgesprochen schwierig. Und was ja hinzukommt, dieses Thema entwickelt sich ja jeden Tag. Das ist ja so als Moving Targets. Also wir haben ständig veränderte Rahmenbedingungen und müssen uns immer da wieder danach ausrichten. Danke für den Einblick. Ich mache direkt weiter. War es nicht immer Teil des Fortschrittversprechens, dass uns die Technologie von der Erwerbsarbeit entlastet? Es hat ja jetzt nicht jeder einen Job, der ihm oder ihr Spaß macht. Und damit zusammen hängt dann die Frage, KI und Roboter vielleicht besteuern? Ja, auch da gibt es ganz, ganz viele. Es gibt auch sowas wie neue Verwertungsgesellschaften bauen. Auch das diskutieren Juristen. Sehr, sehr viele unterschiedliche Themen. Es ist auch, wird auch immer diskutiert, wie viele Arbeitsplätze kostet uns das. Es gab eine Studie in den USA, die von 300 Millionen Arbeitsplätzen gesprochen hat, die durch diese Technologie vernichtet werden oder sich erübrigen. Ich habe das mit vielen so in meiner Generation diskutiert, und unsere Generation hat solche Ankündigungen wahrscheinlich 10-mal schon gehört. Bei jeder kleinen IT-Innovation wurde uns gesagt, oh, da fallen ganze Berufsgruppen weg und ganz viel Arbeitslosigkeit, bedingungsloses Grundeinkommen kam immer sofort hinterher. Und unsere Generation, also das fand ich so interessant, wurde mir dann immer gesagt, ja, das hast du doch auch schon 10-mal gehört. Und es ist nie so gekommen, nie. So. Und wir hoffen einfach mal, dass es jetzt auch nicht so kommt. Aber ob das, also das würde ich sagen, ist tatsächlich auch meine persönliche Erfahrung. Aber ob uns das jetzt so die Sicherheit gibt, uns entspannt zurückzulehnen, das ist bei jedem anders. Also ich nehme diese Disruption schon als eine ganz besondere Disruption wahr. Und ich bin jetzt so 30 Jahre im Job und ich habe solch eine IT-Innovation in diesem Ausmaß, auch mit diesem Impact, nicht nur auf den Bildungsbereich, sondern auf unser ganzes Leben, in der Form noch nicht erlebt. Das wäre tatsächlich auch eine Frage, die ich gehabt hätte. Wir hatten immer diese Diskussion, als Buchdruck erfunden wurde, als immer. Das Radio kam. Es kam immer das, und das wäre tatsächlich meine Frage. Lachen wir da in 10 Jahren drüber oder sagen Sie, es ist eine andere Qualität? Ich hoffe, dass wir darüber lachen. In der Vergangenheit war es immer so ein Nullsummenspiel. Da sind Berufe und Profile sind weggefallen. Dafür kamen neue hinzu, sodass es sich in Summe wieder
irgendwie austariert hat. Aber die Frage ist, ob das jetzt auch so sein wird. Ich weiß es nicht. Wir müssen es beobachten. So, es geht munter weiter hier. Hochschulentwicklung im Verhältnis zu technologischen Sprüngen sind zwei Paar Schuhe. Wie wollen Sie, Ihre Kollegen oder Hochschulleitungen bzw. das gesamte System realpolitisch wirksam werden? Gute Frage. Es gab noch nie so viele Diskussionsrunden unter Lehrenden, an Schulen wie auch an Hochschulen. Das heißt, wir reden doch ununterbrochen den ganzen Tag in unterschiedlichsten Runden über dieses Thema. Und aus meiner Sicht ist das jetzt, meine Studenten würden sagen, eine Challenge. Ne? Schaffen wir Menschen mit unserer Intelligenz, unserer Kreativität, mit dieser Challenge umzugehen oder nicht? Und ich würde behaupten, wir schaffen das. Also ich bin da, also dieser Optimismus hat mich auch bislang nicht verlassen. Also ich sehe massive Herausforderungen und mehr Fragen als Antworten, unstrittig. Aber ich habe trotzdem immer noch diesen Optimismus, dass wir das schaffen. Und wo nehmen Sie den her? Ja, weil ich so viele, auch hier, ne, ich erlebe so viele engagierte Menschen mit hervorragenden Ideen. Und wir haben doch als Menschheit so viel geschafft. Wieso sollten wir das jetzt nicht schaffen? Oder? Also, ja. Meine Meinung. Lass ich so stehen. Es geht weiter. Sehen Sie einen Wettbewerb und Run der Bundesländer um die Einbindung der KI in die Lehre? Oder steht das vielleicht zu befürchten? Deshalb habe ich in meinem Paper explizit gewünscht, gefordert kann man nicht sagen, empfohlen, dass es eine zentrale Organisation gibt. Wir dürfen nicht scheitern an irgendwelchen föderalen oder föderalistischen Strukturen. Unter uns gesagt, ich verstehe nicht, dass anscheinend jedes Bundesland seine eigene ChatGPT-Handlungsreichung für die Schulen erarbeiten muss. Wieso ist ChatGPT in Nordrhein-Westfalen in der Schule anders als in, ich sag mal, in Schleswig-Holstein? Weiß ich nicht. Ja, also mit gebündelter Kraft, gemeinsam und schnell. Das ist der Weg, den ich empfehle. Wird hier gehört. Wie schätzen Sie die Chancen und Risiken ein für die neu autonom erlernten Fähigkeiten, zum Beispiel bei GPT, das selbstständig Sentiment Analysis erlernt hat, ohne Vorgabe oder Trainingsdaten? Das sind sogenannte, ich vermute, dass die Frage Sentiment Analysis ist Stimmungsanalyse. Genau, vielleicht erklären Sie es auch noch mal kurz. Genau, in der Tat tauchte das eigentlich schon 2020 bei GPT Version 3 auf. Denn dieses Modell, heißt auch ja KI-Sprachmodell, ist eigentlich nur trainiert, um Wortsilbe an Wortsilbe hintereinander zu puzzeln, nach statistischer Plausibilität. Und soll einen schönen, aus unserer Sicht halbwegs stimmigen, kohärenten Text ergeben. Und schon 2020 zeigte die Modellversion 3, dass das System mehr kann als das, wofür es trainiert worden war. Denn es konnte schon rechnen, man konnte mit Tabellen arbeiten, es konnte Softwarecode generieren. Und das waren erstaunliche Fähigkeiten und das nennt man diese emergenten Fähigkeiten. Die stecken irgendwie drin, sind aber nicht trainiert worden. Und die zeigen sich jetzt bei der Modellversion 4 noch viel stärker. Aus dem Grunde auch diese Diskussion, die angezettelt wurde, sind das nicht schon Funken und Anzeichen einer sogenannten starken Intelligenz? Und dann sind wir gleich in Science-Fiction-Filmen. Dann übernimmt uns KI und die Singularität erwischt uns und so weiter. Aber das ist Gegenstand der Forschung, was sozusagen alles drinsteckt. Und das ist natürlich auch für Technikfolgenabschätzung schon in der Tat ein kritisches Thema. Da schaffen wir Menschen Software, rollen die aus und merken erst dann, was sie alles noch so kann. Ja, aber das war 2020 schon erkennbar. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück zu Ihrem Wunsch nach einer zentralen Leitstelle. Wer könnte das orchestrieren und wen sehen Sie da? Tja, wir haben, glaube ich, so ein Ministerium in Deutschland. Also da gibt es jetzt mehrere Ministerien, je nachdem, wo man das ansiedelt, mehr im Bildungsbereich oder mehr im Wirtschaftsbereich oder mehr in der Digitalisierung. Aber wir haben eine Bundesregierung und auch das nehme ich positiv wahr, dass es da eben viel Engagement und Bemühungen gibt. Aber es ist für uns alle ja etwas Neues und das Thema Geschwindigkeit und Schnelligkeit. Wie reagieren wir? Wie schnell können wir solche Strukturen schaffen? Und wie schnell können wir diese Schlagweite oder diese Schlagkraft und Reichweite auch entwickeln? Und das ist neu für uns, ja. Aber haben Sie eine Idee, wer da eine Rolle spielen könnte, ein Player? Da haben sich schon einige glücklicherweise auch gezeigt, die dort Engagement entwickeln. Und ich
auch, ich bin da auch optimistisch, dass uns das gelingt. Aber wir müssen, glaube ich, auch als auch Hochschulen, auch als Schulen, wir müssen uns schon auch selbstkritisch prüfen. Wir stehen jetzt Ende April, 5 Monate nachdem ChatGPT veröffentlicht war. Und 5 Monate danach sind einige Gruppen erstmalig aktiv geworden. Und die Frage ist, können wir uns das so leisten? Also können wir immer mit so einem Delay agieren und müssen wir nicht zukünftig viel, viel schneller reagieren? Also wir müssen sowas monitoren und dann auch schneller in die Reaktion kommen. Alles klar. Vielen Dank für diesen Appell auch nochmal zum Schluss. Ein ganz inspirierender, energetischer Vortrag. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie sich Ihre wertvolle Zeit genommen haben, Doris Wessels. Ganz herzlichen Dank. War mir eine Freude. Oder soll ich das da hinten machen? Wir machen eine ganz kurze Pause, sind in ein paar Minuten wieder da und dann geht es weiter mit dem Thema Cybersicherheit und Hans Pongratz ist dann bei uns. Hello. Hello.